Küstentour-Quizkutsche an markanter Stelle, dem Rathaus unserer gesuchten Stadt. Seit alters her kringelt sich hier um eine der Säulen eine bronzene Schlange. Sie soll den Ratsherren Weisheit bringen und diente auch als Längenmaß für Aale, wenn Händler und Kunde sich nicht über den Preis einigen konnten. Aber unsere Rätselstadt heute hat nicht nur tierische Anekdoten zu bieten, sondern sie hat auch eine magische Zahl. Herr Dr. Schröder, was hat es damit auf sich? Die magische Zahl ist zunächst einmal die 7. Das hat sich sicher über die Jahrhunderte als reine Zufälligkeit eingeschlichen. Nämlich 7 Landtore, die aus der Stadt führten, 7 Schautürme auf der Rathauswand. Und wenn man die Buchstaben im Namen unserer Stadt zählt, kommt man auch wieder auf die 7. Aber lassen Sie sich dadurch jetzt nicht verwirren, denn wir wollen von Ihnen heute den 2. Buchstaben dieser Stadt wissen. Gesucht also der 2. Buchstabe unserer Rätselstadt. Dazu müssen Sie aber natürlich erstmal mehr von ihr erfahren. Zum Beispiel noch etwas mit 7. Die Stadt feierte vor kurzem ihren 777. Geburtstag. Sie hat heute mehr als 200.000 Einwohner und einen bekannten Fußballclub. Sauwohl kann man sich hier fühlen. Das symbolisiert der Brunnen der Lebensfreude vor der altehrwürdigen Universität, die übrigens die älteste Nordeuropas ist. Feldmarschall Gebhard Leberecht Blücher ist einer der berühmten Söhne der Stadt, die wunderschöne Backsteingiebel zum Wahrzeichen hat. Schifffahrt und Schiffbau haben hier eine lange Tradition. Unsere Stadt war Mitglied der Hanse und ist heute die größte in Mecklenburg-Vorpommern.